Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Ziel ist es, Familien in Schulthemen zu unterstützen. Wir reden über alles, was uns als Familie bei Bildung bewegt. Im Stefanie Bus Podcast. Hallo und schön, dass du heute wieder zuhörst. Und heute darf ich einen besonderen Gast begrüßen. Die Erika Capella ist heute bei mir. Und wir sprechen heute über die Motivation von deinem Kind, von wem auch immer. Wir werden es erfahren. Schön, dass du da bist, Erika. Ja, ich danke dir sehr für deine Einladung, liebe Stefanie. Und ich freue mich auch schon sehr, sehr auf dieses Gespräch. Ja, Motivation ist ja ein Riesenthema. Bei mir genauso. Ich sage jetzt mal, ich als Mama sehe es bei meinen Kindern und ich sehe es auch bei mir auch, dass ich manchmal Tage habe, wo ich nicht so motiviert bin. Wie kannst du oder wir beide jetzt als Lerncoach und auch als Familiencoach helfen, dass wir den Familien wieder einfach mehr Freude, Spaß, Motivation bei was auch immer geben können? Ja, also tatsächlich sind wir ja, sagen wir mal, Kolleginnen. Also wir haben immer auch, du arbeitest ja mit Kindern, mit Jugendlichen und Familien zusammen, coachst sie und hilfst ihnen weiter, wenn sie irgendwann einmal ja in einem Thema sind, wo sie sich alleine irgendwie nicht mehr herausbewegen können. Ja, und das kennen wir doch alle. Ich selber bin ja auch vierfache Mama. Meine Kinder sind schon erwachsen. Ich bin früher auch Lehrerin gewesen, Sonderschulpädagogin. Und ja, und arbeite jetzt eben als Paar, als Kinder-, Jugend- und Familiencoaching. Und genau, immer wieder kam aber, wie du gesagt hast, dieses Thema der Motivation. Mein Kind ist nicht motiviert. Es hat, oder meine Jugendliche, hat keinen Bock auf irgendetwas, mag nicht mehr Schule gehen, mag nicht Hausübungen machen, hat keine Freude mehr. Was ist Motivation? Wie kann man das herzaubern? Ja, das muss ich dann gleich einmal sagen. Herzaubern kann man es leider nicht. Ich arbeite noch daran. Ich will ja die Coaching-Fee, die Zauberfee werden. Also man darf ja die Hoffnung nie aufgeben und vor allem nicht Humor, sage ich dann meinen Leuten immer ganz gerne. Nein, aber in Wirklichkeit dürfen wir alle wissen, Motivation, das ist ein riesiges Thema. Da gibt es immer die intrinsische von innen kommende und die von außen, die extrinsische Motivation, gell? Wie wir ja wissen. Und in Wirklichkeit die extrinsische, ja, die kennen wir doch alle. Das sind so alle diese Wenn-Dann-Geschichten. Wenn du schön brav bist, dann darfst du dann Fernsehen. Wenn du schön auf isst, dann kriegst du ein Zuckerl. Also diese Wenn-Dann-Geschichten, die sind natürlich schon auch ein bisschen, was haben wir zu tun mit, ja, auch mit emotionaler Erpressung. Aber nicht, weil wir so böse sind als Mama oder als Mama, sondern Papa, sondern weil wir uns oft nicht zu helfen wissen. Ja. Ja? Und weil wir so gerne unser Kind einfach in eine Richtung bringen wollen, weil wir ja wissen, dass es für das Kind dann gut ist. No? Zum Beispiel, wenn es die Hausübung gemacht hat, dann passt es in der Schule vielleicht oder hoffentlich. Ne? Und wenn das Kind selber nicht will, dann sagen wir, ja, okay, mach die Aufgabe, sonst darfst du heute nicht Computer spielen, zum Beispiel. Oh ja, das kenne ich zu Genüge. Ja, ich kann das kennen. Das kennen wir doch alle. Und ich will gar nicht sagen, dass wir diesen Fehler nicht machen sollen. Ja, aber wir wissen auch, gut gemeint ist nicht immer gut getan. Und wir wissen auch, diese extrinsische Motivation, ja, die auf eine schnelle Belohnung zum Beispiel aus ist, naja, die wirkt natürlich, wenn es gut geht, schon manchmal, aber halt nicht immer. Und sie ist vor allem nicht nachhaltig. Ja. Also was können wir tun, um die Kinder, die Jugendlichen zu begleiten, dass sie eine intrinsische Motivation wirklich erlernen oder aufbauen dürfen. Da gibt es natürlich viele Faktoren. Ne? Okay. Ja, die extrinsische habe ich jetzt gerade so verstanden, dass sie ja wirklich dafür ist, wenn ich mein Kind motivieren will. So, aber wie kann ich denn jetzt mein Kind wirklich für Schule motivieren? Also die haben ja meistens keinen Bock auf Schule. Also jetzt habe ich ja mit meinem Sohn, er ist jetzt gerade 14, diese pubertären Phasen ja auch noch so, nee, ich will nicht, ich habe keinen Bock und eigentlich lieber chillen. Da brauchen wir nicht drüber reden, dass es auch um Rausgehen oder so geht, aber da ist ja oft so dieses Lernen, Schule, nee, ich will lieber chillen oder mich mit Freunden treffen. Ist ja auch klar. Und wie du richtig gesagt hast, es geht alles über die Emotion, ganz, ganz stark, gerade eben in der Pubertät, wenn wir wissen, ja, die ganzen Gehirnsynapsen sich neu verknüpfen und schubweise vor allem, dann nur mehr die Emotionen die Überhand haben.
Und natürlich auch unsere Dillen im Gehirn, ja, die Amygdala immer wieder laut schreit und sagt, ich mag nicht, das ist nicht lustig, das macht keinen Spaß. Ja klar, da geht es um den Lustfaktor, den ja auch wir Erwachsene kennen, gell? Das ist ja nicht so, dass das dann irgendwann einmal mit 15, 16, 17 abgeschlossen ist. Nein, aber gerade in der Phase sind die Herausforderungen klar. Wir müssen das auch, dürfen das aber auch klar benennen. Gerade dann ist es aber auch so in der Schule. Oft ist da ein Schulwechsel, ne, mit 14 herum, ne, entweder ins Gymnasium oder in eine andere Schule oder eine Lehre beginnt. Also es gibt da eh sehr, sehr viel Wandel, sehr viele Veränderungen für unsere Kiddies. Und ich glaube, das Wichtigste ist zuerst einmal das Verständnis. In der Verbindung bleiben ist einmal ganz, 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 ganz wichtig. Ja? Die Emotionen des eigenen Kindes annehmen. Aber wenn man sagt, oh Gott, das will ich, mag nicht, ich verstehe es ja nicht. Nein, man darf das schon lernen. Und ich glaube, das ist einmal einer der wichtigen Schritte, wenn dein Kind das Gefühl hat und das, ja eben das Gefühl, weil alles so stark über das Gefühl geht, gerade in dieser Altersphase, wenn es das Gefühl hat, Mama und Papa, ja, die sind bei mir und sie haben mich trotzdem immer lieb und sie sind hier in Verbindung mit mir. Das ist, glaube ich, schon ein gewaltiger Schritt, weil dann ist das Vertrauen da und wird dann in dieser schwierigen Zeit der Pubertät, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, nicht abreißen. Das ist einmal der erste ganz, ganz wichtige Schritt. Ne? Aber du kennst es wahrscheinlich ja eh, weil du hast so einen 14-jährigen Sohn. Ja, das ist ja wirklich genau mit wir merken es gerade wirklich so dieses, welche Tage sind, also welche Schultage sind es, welche Lehrer hat er dann, welche Schulfächer. Und da gibt es Tage, da ist er schon in der Früh hoch erfreut und geht total gerne in die Schule. Und dann gibt es so Tage, wo ich sage so, na, heute haben wir aber viel Bock auf Schule. Ah. Und dann merkst du so richtig, also Jungs auch noch so, die sind dann so muffelig, so kein Ton. Und ich merke es ja auch an den Noten. Also da ist ja auch wirklich, es kommt aufs Fach drauf an, auf den Lehrer und auf das Thema, das gerade kommt. Ob die Motivation da ist oder eben nicht da ist. Und da ist ja in der Pubertät noch schlimmer als vorher oder nachher. Ja, genau. Und diese von innen kommende, die intrinsische Motivation, die wäre halt wirklich toll. Aber die Kinder müssen das auch trainieren. Und ich denke, wir dürfen ein gutes Vorbild sein. Das ist schon einmal auch ein wesentlicher Baustein dazu. Wenn wir das auch schaffen, dran zu bleiben, von uns selber aus, dass wir gewisse, keine Ahnung, ich nehme ein Beispiel, sich das Rauchen abgewöhnen. Ja, wäre so ein Beispiel, das mir gerade einfällt. Bei mir ist es Gott sei Dank schon lange, ein paar Jahrzehnte her, dass ich es mir abgewöhnt habe. Aber ein Motivator von mir damals, da war ich so Mitte 30, war tatsächlich der, nicht der einzige, aber einer, ich möchte da ein gutes Vorbild für meine Kinder sein. Ja, und nicht von ihnen was verlangen, aber selbst trotzdem eben immer in einem Jahr nicht gerade gesunden Verhalten verhaften bleiben. Ne? Also das Vorbild ist ganz, ganz wichtig, die Verbindung, wie wir schon gesagt haben vorhin, sehr, sehr viel Vertrauen und Verständnis. Es ist zwar nicht immer leicht, aber auch wir Eltern dürfen uns das von außen wieder auch holen ein bisschen und auch von uns innen drinnen. Und ganz, ganz wichtig, jetzt komme ich zum nächsten Punkt, sind Ziele. Okay. Ziele. Ja, wirklich, dass man mit den Kindern und dann also den Jugendlichen ganz intensiv darüber redet, ja, was wünschst du dir vom Leben? Ja, okay, ich möchte gerne mal verreisen, ganz, ganz viele Reisen machen, zum Beispiel. Ja, vielleicht kann man über die Hintertüre dann kommen, aber das wäre schon cool, wenn man dann zumindest Englisch schon so gut lernen kann, dass man sich dort im fremden Land dann auch gut ausdrücken kann auf Englisch, ja, um bei einem Beispiel zu bleiben. Mhm. Berufswünsche sind natürlich gerade für Kinder in dem Alter nicht unbedingt für alle das Gelbe vom Ei. Die denken immer, ich weiß nicht, ich mag nicht. Ja? Und plötzlich, wenn man so ein bisschen nachbohrt und wirklich mit viel, vielleicht ein bisschen Augenzwinkern auch und Humor und einfach Zuwendung. Und aus meiner Erfahrung kommen dann doch so gewisse Wünsche. Und wenn es das ist, ich möchte mal ein berühmter Influencer werden oder YouTuber, weil ich habe gehört, die verdienen Unmengen an Geld. Und wenn man dann aber das Ganze nicht abtut, das ist ein Blödsinn und na und das ist falsch und weil es den eigenen Werten nicht entspricht oder weil der eigene Verstand sagt, na, das kann aber nicht gar so gut gehen und ich weiß nicht, das kann man ruhig einmal beiseite lassen, aus meiner Überzeugung heraus. Das ist ja auch wichtig. Ich interessiere mich für dich. Genau, wir haben es ja auch so gelernt, dass Influencer ist kein Job, sondern ein Job ist was, wo du was lernst, wo du Geld verdienst. Und wie kann man denn
als Influencer Geld verdienen und vor allem auch langfristig. Mhm. Wir können das uns als Eltern noch gar nicht so vorstellen, aber es ist ja auch der Zahn der Zeit. Das ist ja das. Es ist, was wir früher als guten Job oder unsere Eltern noch als guten Job gesehen haben, den gibt es vielleicht schon gar nicht mehr oder ist gar kein guter Job mehr. Genau, genau. So also deswegen einfach, genau, das ist mir auch immer ganz wichtig, dass egal, was meine Kinder oder auch die Coaches sich vorstellen können, dass es immer vorstellbar bleiben darf. Genau, und ich glaube, das ist ein ganz ein wesentlicher Zugang, auch wenn die Kinder dann spüren, boah, der Papa, die Mama, immer, ja, wichtige Personen, die nehmen mich ernst. Und die reden mit mir über das. Und vor allem noch etwas, ja, so ein Beispiel hatte ich nämlich erst unlängst, dass ein Bub dann eben gesagt hat, dass er in diese Richtung was machen möchte, ja. Mhm. Und ich habe das voll cool gefunden. Jungs, du erklär mir mal, ich glaube, da weißt du mehr als ich, da bist du vielleicht besser informiert, was? Und dann begann er zu erzählen und sich zu öffnen. Und habe gesagt, okay, aber wie kommt man denn dahin? Ich meine, es gibt wahrscheinlich keine Lehre, ich werde Influencer. Ich glaube, das gibt's noch nicht, ja, kommt vielleicht noch. Aber was braucht man? Naja, mit dem Computer sollte man sich gut auskennen und so. Also, naja, okay, vielleicht geht's in die Richtung EDV, EDV-Ausbildung, Spezialisierung. Und wenn man dann eben sich öffnet, auch wenn es am Anfang so ein bisschen komisch sich anhört für uns Erwachsene, weil das nicht in Ordnung finden oder einfach nicht kennen, ja, wie du sagst, ist eine andere Zeit, dann kann sich sehr, sehr viel öffnen. Und dann holen wir uns die Motivation ein bisschen, ich sage immer, von der Hintertüre herein oder zumindest, sagen wir so, eine Tür wird geöffnet und nicht geschlossen, indem man gleich sagt, Patsch. Ich erinnere mich daran, als ich ein junges Mädel, ein Teenager war, ich wollte so gerne Schauspielerin werden. Ich war voll verliebt in diese ganzen Filme, mit der Sissi hat es angefangen, als Prinzessin wollte ich auch werden. Okay, Menschen wie Prinzessin, dann halt zumindest Schauspielerin. Und ich habe wirklich ganz, ganz oft dann schon zum ab 15, 16 damals in unserem Dorf, wo ich da aufgewachsen bin, in Kärnten, durfte ich auf dieser Dorfbühne mit irgendwelchen Schwenken und Bauernstücken mitspielen. Das hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Und auch später, bei meinem Studium, ich wollte so gern studieren dann, ja, in Salzburg am Mozarteum, da kann man Schauspiel studieren. Ja. Ich bin hingegangen, ich hatte meine Eltern nicht im Rückhalt, ja. Meine Mama hat sogar gesagt, um Gottes Willen, so eine brotlose Kunst, die unterstütze ich aber nicht, weil von dem kannst du ja nie leben. Das heißt, die Glaubenssätze eines Elternteils oder beider Eltern, weil sie es einfach nicht anders kennen, ja, und weil sie ein anderes Leben haben, die stülpen wir Eltern mehr oder weniger bewusst, manchmal auch unbewusst, unseren Kindern oft über. Und das, glaube ich, darf einem dann schon auch bekannt sein. Also ich war schon sehr entmutigt damals und habe mir gedacht, na, das kann ich nicht machen. Ich bin aber trotzdem zur Aufnahmeprüfung gegangen. Dann hätte ich die geschafft und vor lauter Angst bin ich nicht hingegangen. Ich habe ein anderes Studium gewählt, um es meinen Eltern, ich sage mal, recht zu machen oder weil ich den Konflikt fürchtete. Ja, und gut, ich meine, ich habe damit Schauspiel andere Sachen gemacht, aber das würde hier jetzt das Thema sprengen, ja. Aber ich glaube, dass es heute, ist ja nur ein Beispiel, auch vielen Eltern genauso geht. Sie selber finden etwas in Ordnung oder den eigenen Beruf oder die eigene Ausbildung. Oder ein anderer Fall, kennst du sicher auch, wenn ein Elternteil etwas nicht erreichte, warum auch immer, nicht geschafft hat. Früh schwanger wurde die Mama, was auch immer, ja. Und dann aber das so in sich hat und dem Kind vielleicht unbewusst überstülpt von der Erwartung her, aber du wirst es schaffen, aber du musst studieren, aber du musst diesen und jenen Beruf machen, weil ich habe es ja nicht geschafft. Das werden sie so nicht sagen, die Eltern. Ja, ich verbalisiere nur etwas, was es aber in einigen Familien sehr wohl geben kann. Und auch das bremst natürlich die Motivation, das löst diese Erwartungshaltung im Kind, im Jugendlichen dann mit Sicherheitsstress aus. Ja, das ist, ich glaube, dass viele Eltern das gar nicht so wirklich wortwörtlich sagen, aber dieses, genau, du sollst es mal besser haben als ich. Oder ja, ich durfte nicht aufs Gymnasium gehen früher, weil ich war Mädchen und Mädchen durften nicht aufs Gymnasium gehen oder durften nicht studieren. Mhm. Das sind ja einfach so diese ganzen indirekten Aussagen, wo ich ja weiß, ja, mein Kind soll mal meinen Traum leben oder ich habe meine Firma für meinen Sohn aufgebaut. Ja. So, das ist auch das Nächste. Warum soll denn mein Sohn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Schreiner bin, meine Schreinerei übernehmen wollen? Es ist ja das Nächste. Und dann bin ich enttäuscht, weil der nicht Schreiner werden will, sondern Maurer werden will oder so, zum Beispiel. Oder vielleicht wirklich was mit Computer, EDV, Kaufmann, was weiß ich, werden will. Und dann die Firma nicht übernimmt. Das ist ja auch dieses indirekte Demotivieren meines Kindes. Klar, manche Kinder
die gehen da drin auf, weil das wirklich ihrs ist. Aber warum muss ich denn meinem Kind schon einen Weg mitgeben, den das vielleicht gar nicht selber gehen will? Und das ist, da sind wir ja auch wieder bei dieser Motivation. Kann ich denn mein Kind wirklich motivieren, wenn es mein Traum ist, mein Wunsch ist und das Kind gar keinen Bock drauf hat? Genau, ja, das spricht etwas, auch in meinem Sinn etwas ganz, ganz Wichtiges an. Das wäre der nächste Punkt. Schauen, wo liegen denn wirklich die Stärken und die Talente, Fähigkeiten meines Kindes? Mhm. Und dann nehme ich mich selber zurück, ja, und schaue mal, okay, dann kann das Kind vielleicht, das eine Kind ist sehr, sehr, sehr kreativ, ja, das andere ist musisch begabt, das dritte, ja, das muss ich immer ausproben, also braucht das was mit ganz, ganz viel körperlicher Bewegung, das vierte, ja, was auch immer, ist eher feinmotorisch oder grobmotorisch begabt oder interessiert sich total für Sprachen. Leider muss man natürlich dazu sagen, das können wir halt nicht ändern. Das ist unser Schulsystem. Ja. Und da liegt viel begraben, das sage ich auch als ehemalige Lehrerin, wo viele, viele darunter leiden. Lehrer, Eltern, Kinder, alle miteinander können teilweise, ja, je nach Schultypus und so weiter, ja. Will es nicht verallgemeinern, aber du weißt, was ich meine, wirklich darunter sehr, sehr, sehr leiden. Auch dieses, du musst dadurch und die Schulpläne sind wahnsinnig überladen. Es gibt so wenig Möglichkeit dann der Individualisierung, dass es sozusagen, das ist mein Traum, schon eine Basisausbildung gibt, weil es bringt nichts, wenn ein Kind nur gut in Deutsch ist zum Beispiel, aber mathematisch überhaupt nichts lernen muss. Das meine ich natürlich nicht. Aber ab einer gewissen Stufe sollte es doch möglich sein für Kinder, die zum Beispiel, ja, wie es bei mir auch war und bei meinen Kindern auch in Wirklichkeit, die sprachlich, auch fremdsprachlich sehr begabt sind und eine riesen Freude dabei haben, ja, die aber gleichzeitig von einem anderen Gegenstand, nennen wir halt Mathematik, wenn ich jetzt von mir selber rede, wo man sagt, oh mein Gott, ich verstehe das einfach nicht, ich bin zu langsam, ich hinke dem hinterher, auch wenn ich mich bemühe. Und irgendwann einmal wird man da so entmutigt auf vom System, muss man sagen. Ja, genau, warum musst du, wenn du für die Sprachen dich begeisterst, Parabeln lernen und, keine Ahnung, den Dreisatz jetzt mal überspitzt, ja, wichtig ist es, ich kann rechnen, ich kann auch ein bisschen logisch denken und dafür ist Mathe ja gut. Ja. Aber warum muss ich denn alles Mögliche in Mathe lernen, wenn ich aber sprachlich begabt bin, wenn ich kreativ bin, wenn ich mich jetzt entscheide, weil wir sprechen jetzt bei uns ja auch schon, der Kleine ist jetzt 10, der wechselt jetzt von der Hauptschule, von der Grundschule, der möchte auf die Realschule gehen. Ja, er hat zwar noch 2 Jahre, sich zu entscheiden, aber auch da ist es schon, nimmt er die mathematische Richtung oder nimmt er diese kreative Richtung? Ja. Mehr Möglichkeiten gibt es auf der Realschule nicht. Es sind 4 Zweige, aber die eine ist mathematisch und die andere ist kreativ. So. Wenn ich aber jetzt Mathe nicht so begeistert bin, warum, und Sprachen jetzt auch nicht, dann bleibt mir nur noch Kunst übrig. Aber das sind, warum muss ich denn mich jetzt schon oder überhaupt fokussieren, wie du sagst? Aber da ist das Schulsystem. Weil wenn ich ein kreativer Lerner bin, tue ich mich natürlich in Mathe zum Beispiel schwer. Ja. Außer der Lehrer macht es kreativ. Da. Wir können ja alles kreativ lernen. Mhm. Aber wieso muss ich, wenn ich Sprachen lerne, genau 15 Mal einen Zylinder zeichnen können und, in verschiedenen Größenformen und Dimensionen. Ja, genau. Und eben, das ist immer bei diesem Thema, wenn wir etwas nicht ändern können, sagen wir halt einmal die Anforderungen des Schulsystems, ja, oder genau diese Schule. Gut, es gibt die Möglichkeit zu wiederholen, es gibt einen Schulwechsel, also das kann man ja alles in Betracht ziehen, wenn man in die Tiefe geht. Aber allgemein gesehen, wenn ich mit Kindern, mit Familien rede, ich sage dann auch, möchtest du in dieser Schule bleiben oder leidest du? Oder denkst du jeden Tag, oh mein Gott, ich will da nicht hin, warum auch immer? Ja, das muss man sich halt dann anschauen. Kann ja auch eine Mobbing-Situation sein. Oder ist der Großteil doch so, es haut hin, gut, ein Lehrer ist halt ein bisschen so und so, aber gut, das weiß ich, that's it. Dann kann ich aber auch lernen, damit umzugehen. Und da kommt es auch dann wieder sehr, sehr stark auf die Erwartungshaltungen an und da natürlich in erster Linie auch der Eltern, manchmal auch der Kinder. Es gibt Kinder, die an sich selber schon so hohe Erwartungen stecken, warum auch immer, auch das gilt es zu hinterfragen, dass sie dann sehr unglücklich sind, wenn sie einmal nicht nur eine sehr gut, sondern einmal ein gut bekommen haben, zum Beispiel. Ja. Und dann sind sie demotiviert. Na, ich habe so viel gelernt und ich habe trotzdem kein sehr gut bekommen. Oder ich habe es im anderen Fall nicht einmal auf positiv geschafft. Ja.
da dahinter zu schauen, was es ist, was so hemmt, was diese Freude so komplett wegnimmt. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor und kann hier natürlich nicht verallgemeinernd beantwortet werden. Ja. Aber natürlich, und da bist ja du Spezialistin dafür, es gibt mit Sicherheit Lerntechniken, verschiedenste. Und da muss man halt auch schauen, was gerade für dieses Kind oder für diesen Jugendlichen jetzt so am besten passen würde. Die Lernumgebung, Lernorganisation, ja, dass man Ruhe hat, ungestört sein. Keine Ahnung, ich bin auch ein Fan der 50-10-Regelung. Auch die Schulstunden sind ja so 50 Minuten, konzentriere ich mich, aber dann gebe ich mir 10 Minuten Pause. Und da muss man halt natürlich schauen, bei all diesen Angeboten, ich habe nur einige genannt, was für die Kinder halt da dann am besten passt. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Ja, das ist oft so dieses, manche Kinder setzen sich wirklich selber unter Druck, aber dann muss ich auch wieder schauen, gibt es einen Bruder oder eine Schwester, haben Mama oder Papa oder Oma, Opa, Tante, Onkel irgendwas gesagt, was das Kind, was sie, ich sage immer, wir sagen ganz oft was, was wir gar nicht so meinen. Und der Gegenüber fasst es aber ganz anders auf. Und das Kind nimmt es auch manchmal ganz anders auf, setzt sich selber unter Druck. Ich will meiner Mama gefallen, die lobt mich bei einer 1, die lobt mich bei einer 2, bei einer 4 schaut sie mich nicht mehr an. Das sind so Themen, wo ich als Mama ganz oft feststelle, wie vor allem jetzt mein Jüngerer will, dass weil er hat, ich muss ja sagen, ich habe mit meinem Großen diesen ersten 4 Jahre Stress pur gehabt, deswegen bin ich ja Lerncoach geworden. Und der Kleine macht jetzt genau das, dass ich oder er den Stress mit mir nicht hat. Er will gut sein, er will mir nicht, ich sage es mal, zur Last fallen. Und genau das merke ich, deswegen will er dann immer, schau mal Mama, ich war eine 1, ich habe nur einen Fehler. Der betont dann so Sachen ganz explizit. Und da darf man wirklich oft auf die Umgebung schauen. Ja. Und ich schaue bei mir momentan ganz stark auf die Umgebung. Und ich gehöre zur Umgebung dazu, muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Wie spreche ich mit meinem Kind? Was tue ich und was mache ich? Ja. Und dann kann ich noch schauen, so, und wie kann ich jetzt mein Kind noch besser fördern? Jetzt aber nicht, dass ich sage, ich das, sondern fördern in dem Sinne, wie kann ich es leicht machen, beziehungsweise mich sogar zurücknehmen? Und das habe ich bei meinen Zweien ganz stark gelernt und auch gemerkt, dass es eben damit oft viel leichter geht, dass dann diese Motivation teilweise sogar selber zurückkommt. Klar, nicht in jedem Fach und nicht an jedem Tag, aber das ist... ja, wirklich dran liegen kann. Wir hatten jetzt gerade der große, so das typische Zweiter Weltkrieg. Frage ich mich auch, warum lernen wir den noch? Was war? Schlechte Note? Weil es hat ihn nicht interessiert. Ja, es war interessant, mal auf so ein Konzentrationslager zu fahren. Kam man wieder heim und sagt, der Lehrer hat gesagt, wir sollen vielleicht drüber reden. Was willst du mit mir drüber reden? Das war noch nicht mal alles echt, das war alles nachgebaut. Weißt du, jeder sieht, da sind wir wieder beim Thema, jeder hat eine andere Sicht, andere Bewertung und hört und sieht anders. Und dann stand man auch da und habe ich gesagt, ja, ich verstehe vollkommen, dass du gerade schlechte Noten schreibst. Mich würde jetzt zum heutigen Zeitpunkt auch nicht mehr interessieren. Ich habe das natürlich vor 30 Jahren gelernt. Da war es noch näher. Ich finde inzwischen... sind, wenn wir über Krieg reden wollen, andere Kriege präsenter, näher, zeitgerechter, ja, wenn man das so nennen kann. Aber da sind wir wirklich oft mitbekommen, dass wir leider das Schulsystem so jetzt akut nicht ändern können. Wir können aber ändern, wie wir, vor allem als Mama und Papa, damit umgehen können, dass das Kind trotzdem motiviert ist. Ja, absolut, absolut. Und eben, es ist auch wichtig, nicht nur, wie wir mit unseren Kindern reden, was du gesagt hast, sondern auch, wie wir neben unseren Kindern reden, zum Beispiel mit dem Partner, zum Beispiel mit Freundinnen am Telefon oder was auch immer. Wir wissen ja, die Kinder kriegen ja alles mit, ne?
Und damit transportieren wir uns, aber auch unsere Haltung. Und zum Beispiel, ja, wenn Eltern oder mit den Großeltern, keine Ahnung, ja, wenn die dann auch immer wieder zu Hause lästern über Lehrer zum Beispiel, ja, oder wie ungerecht sie sind und wie deppert sie sind und das blöde Schulsystem und ja, also okay, es mag natürlich teilweise sogar stimmen, aber wenn die Kinder da diese negative Haltung der Eltern zum Beispiel immer wieder auch so parallel mitbekommen, ich glaube, dann dürfen wir uns aber nicht wundern, wenn sie selber auch sagen, da ist alles so blöd und die Schule ist so deppert und wer auch immer, auch Lehrer und so weiter, ja. Deswegen, also das, da habe ich damals als Lehrerin wirklich auch im Sinne der Motivation ihrer Kinder und der mir anvertrauten Kinder, wenn ich das so sagen darf, und Jugendlichen, weil ich hatte Schüler aller Altersstufen, nicht jedes Jahr gleich. Aber da habe ich auch geschaut, arbeiten wir bitte zusammen, also mit den Eltern. Schauen wir, dass wir in einem guten Kontakt sind und in einem guten Austausch. Und wenn wir da eine gute Einheit schaffen, ja, dann wird das auch positiv auf die Kinder abfärben. Und ja, ich muss sagen, das hat in vielen Fällen wirklich, wirklich gut geklappt. Also ich bin ein großer Fan dafür, also auch für eine gute Kommunikation, auf eine wertfreie, auf eine wertschätzende Kommunikation, auf eine gewaltfreie Kommunikation. Ja, also auch da bin ich ein großer Fan davon, ja. Weil da geht es auch um diese innere Haltung. Wie reden wir über andere? Wie reden wir mit unserem Kind? Wie reden wir mit uns selber? Ja. Also auch da liegt, also glaube ich, ein ganz wichtiger Kern drinnen. Ja, und das gehört irgendwie, egal was es ist, es endet immer in dieser Motivation. Ja. Weil Motivation ist ja immer das Ergebnis von dem, was ich machen möchte, wo ich hin will, wie ich mit mir rede, wie ich mit meinem Kind rede und. Und da können wir, ich glaube, Motivation ist immer das, worauf wir natürlich als erstes schauen, weil das Kind hat keinen Bock, ja, dann ist es nicht motiviert. So. Ja. So, und was dann dahinter steht, hinter dieser keine Null-Bock-Haltung, wie man so schön sagt ja heutzutage, da können wir dann einfach mal hinschauen. Und wir haben jetzt einen guten Einblick geschafft für das Thema Motivation. Und ich glaube, dass ich, vielleicht auch du nochmal vorbeikommst, dass wir nochmal tiefer reinschauen, weitere Punkte ansprechen. Und wer mehr wissen will, folgt der Erika und mir oder mir, je nachdem, wer euch besser zusagt oder uns beiden. Alles andere ist in den Shownotes verlinkt. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und empfehle mich doch gerne weiter an andere Familien, die auch den ein oder anderen Tipp oder auch den Ausweg aus dem Schuldschungel finden wollen.